Keine Flucht vom sinkenden Schiff. Felix Magath und der VfL Wolfsburg haben vor dem schwierigsten Spiel der Saison ein Wechselverbot verhängt. Nach dem schwachen Abschneiden des deutschen Meisters von 2009 in der bisherigen Saison darf kein Spieler im Falle des Abstieges den Verein verlassen. Bei 1899 Hoffenheim geht es am Samstag für den VfL um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg hätten die Wolfsburger den Abstieg vermieden, bei einer Niederlage oder Unentschieden droht der Gang in die zweite Liga. Wir haben am Dienstag in der Präsidiumssitzung einstimmig beschlossen, bei allen Spielern die Option zu ziehen und unseren Etat auch für die kommende Saison so beizubehalten, sodass alle Spieler, sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass wir in die zweite Liga müssten, beim Trainingsstart auch wieder hier da sein werden. Wolfsburg könnte am Samstag nach 14 Jahren Zugehörigkeit aus der Bundesliga absteigen. Die Wölfe liegen mit 35 Punkten auf dem 15. Platz. Auch Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt kämpfen noch um den Klassenerhalt. Für Magath, der weder als Spieler noch als Trainer jemals abgestiegen ist, wäre der Gang in die zweite Liga ein schwerer Schlag. Das wäre für mich persönlich eine Katastrophe, wenn ich jetzt nach so vielen Jahren, aber auch nach einigen erfolgreich bestandenen Abstiegskämpfen diese Situation nicht lösen könnte und mit dem VfL absteigen würde. Selbst wenn dieser Fall eintreten würde, auch Magath bleibt dem VfL treu. Der Trainer und Manager hat betont, mit den Wolfsburgern den schweren Gang in die Zweitklassigkeit anzutreten.